Grüezi meine Damen und Herren zum «Talk mit Strauch». Ja, zu meinem heutigen Gast kann man sagen, sein Leben ist eine Party, oder noch besser gesagt, er ist am Arbeiten, währenddem dass die anderen Party machen. Und das macht er so gut, dass er mittlerweile zu den erfolgreichsten DJs der Schweiz gehört. Über 500.000 Tonträger hat er schon verkauft und nominiert worden ist er sogar schon zweimal für den Swiss Award. Ich freue mich auf den Mr. Danos. Herzlich willkommen. Hoi, Chris. Ciao, du. Eben habe ich gesagt, dein Leben ist eine Party. Ich glaube, das gehört schon bei dir, gell? Ja, tagtäglich. Ja, ja. Und das freut dich ja, irrsinnig, brutal. Und wie? Ja. Wie hart ist der Job als DJ? Hat natürlich auch seine Schattenseite. Und es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Also ich muss natürlich jeden Tag, also für jede Show immer da so smilend schön umeinander laufen. Das ist, dem ist natürlich nicht so. Ich bin schlussendlich auch noch ein Mensch und bin auch recht im Terminstress, weil schlussendlich manage ich mich selber zusammen mit meinem Booking- und Promotion-Team. Ist schon ein recht krasser Tagesablauf. Also ist schlussendlich stehe ich morgen auf, über den Tag bis abends, über Studio, viele Meetings, viele Produktionsprojekte, die wir haben. Am Wochenende dann noch auf Tour auflegen, über 200 Auftritte im Jahr. Und ja, man merkt es. Ja, wie merkst du es? Also gibt es Müdigkeitserscheinungen oder so? Ja, mein Fitness-Tipp ist wenig schlafen. Umso weniger ich schlafe, umso fitter bin ich. Schlafe ich länger, dann umso kaputter bin ich. Ich habe zwar nur den Sonntag zum Entspannen, aber bis jetzt habe ich mich gut heben. Eben, aber da kommt ja immer eben, die Frage von der Droge ins Spiel, oder? Das ist ja immer bei den DJ-Szene. Da fragst du falsch. Genau, eben, es heisst ja, du hättest einmal probiert, als du 16, 17 warst und dann nie mehr. Also, so gibt es nicht mal in zwei Jahren ein Geständnis? So nein. In einer Boulevard-Zeitung von der Schweiz? Nein, voll nicht. Ja. Also ich glaube, wenn ich jetzt auf so Chemie oder ja, auf so Chemikalien würde zurückgreifen würde, würde ich glaube nicht anhocken. Ich glaube, dann würde ich 24 Stunden lang mehr den Rock oder den Popstar raushängen und das Leben mal richtig geniessen und machen und tun, Tage hier pennen und alles mal so vor sich hingehen lassen. Und ich habe einen recht krassen Ehrgeiz. Und irgendwie sind das so zwei Welten, die irgendwie nicht zusammenpassen. Aber was machst du denn als Hobby? Briefmarken sammeln? Golf spielen? Machst du tatsächlich? Aber? Nein. Obwohl ich schon in der Terrasse habe, könnte ich gute Abschläge üben. Nein, ich bin mit Autofanatiker. Ich fahre gerne mit meinem Lambo in der Gegend rum. Oder hier im schönen Bündnerland. Eben der Lamborghini. 350.000 Franken hat er gekostet, hast du dir zum Geburtstag geleistet. Ja, so viel kostet er noch. Ist Occasion gewesen. Ah, okay. Ja. Gut. Aber eben Autos, dort stehst du total drauf, oder? Dass du dir selber so ein Geschenk machst. Ja. Wie ist die Liebe zu den Autos entstanden? Keine Ahnung. Ist irgendwie eine Zuneigung. Ja, in der Jugendzeit hat es schon angefangen, weil wir vorhin ein bisschen diskutiert haben. Also, du hast ja schon ein bisschen Töffli frisiert. Also, dort mal schon mit Motoren, die ersten Gehwege mit Motoren gemacht. Und es ist eine Leidenschaft, es ist eine Zuneigung zu Autos, obwohl es eigentlich ein überbewertendes Stück Metall ist schlussendlich. Das ist mir natürlich schon auch klar. Aber irgendwo durch, ja, für irgendetwas schaffst du, für irgendetwas gibst du ja Gas und für irgendwie durch muss ich auch mal leben. Und so ein Auto, es muss schon richtig ein spezielles Auto sein, gibt mir eigentlich das zurück. Wie viele andere auch, Autofanatiker sind, andere sammeln Briefmarken, fragst du mal so einen, was der jetzt aber nicht nur wegen dieser Töffelbubenzeit. Also, da hat es ja einen Piaggio gegeben, den du frisiert hast, gell? Mehrere, ja. Mhm. Aber eben da gibt es ganz einen speziellen. Der steht im Museum, in Italien, im Piaggio-Museum. Den haben wir auf 110 oder 115 Kilometer Ruhe frisiert. Und wo die Schmiede eigentlich einstanzen schlussendlich. Ich mache es noch gern. Heute mache ich das, glaube ich, mit dem Roller. ist Piaggio nachher gekommen, hat das Teil genommen und bei sich ins Museum. Und die Schmier hat die raus? Wie? Die Schmier hat die rausgenommen? Ja, die haben das also natürlich nicht nur mich, natürlich den ganzen Verein, also den ganzen Frisierverein, also den Tuningverein, den wir da hatten. Und ja, man hat natürlich schon recht auf Kappen bekommen und so, aber lustig war, dass Piaggio das nachher mitgenommen hat. Wir sind dann überall auch in den Medien gekommen. Wir haben sogar noch 3 neue Töffel bekommen, geschenkt von Piaggio dann. Und das war schon recht cool gewesen. Ja, man sieht es ja im Namen da Nose, oder? Nose-Tuning, oder? Alles, was schnell ist, egal ob Auto oder Musik, das ist so deine Sache. Genau.
Genau. Das fasziniert mich. Genau. Wobei, eben, mit 7 hast du angefangen, Giga zu spielen. Passt gar nicht zu einem DJ. Zwang von den Eltern. Auf Zwang von den Eltern. Hast du aber eine eigene Band auch noch gehabt. Das ist, Schulband dann. Ja, aber hast du auch nicht elektronische Musik schon dort gewesen, oder? Nein, ich höre aber alle Arten von Musikstilrichtungen. Also ich habe gerne Rock, Pop, Urban oder Hip-Hop-Musik. Also ich höre wirklich den ganzen Tag auch viel Radio, auch viel, schaue viel Fernsehen und lasse mich eigentlich inspirieren durch die vielen Musikstilrichtungen. Mir gefällt auch alles. Also, nur Bum Bum oder nur jetzt Mini Dance Music, geht gar nicht. Geht gar nicht. Schön, dass du Bum Bum sagst. Ja, im Volksmund sagt man das so. Ja, aber apropos Bum Bum, das hat es mir daheim auch geheißen. Auch die Bum Bum Musik. Oder, was haben deine Eltern gesagt? Das ist genau das Gleiche. Ja. Ich muss dann noch gesehen, dass ich das auch beruflich mache. Dann haben sie die Augen verdreht und dann gedacht, ja, was, jetzt aber. Und dann, es war aber ein guter Entscheid, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Ja, das würde ich ja nicht anhocken, glaube ich mal. Ist und du hast auch keinen Lamborghini wahrscheinlich, gell? Ja, weiss nicht. Vielleicht hättest du schon einen, genau. Das war ein Bubentraum von mir, den ich mir früher oder später einfach mal erfüllen musste. Und jetzt bin ich ja noch jung, lieber jetzt, wer weiß, was später ist. Mhm. Und ich lebe jetzt nicht mehr. Und wie ein Bubentraum von dir war auch, zum Pilot werden. Hat nicht funktioniert, gell? Da habe ich leider eine rot-grüne Farbsehschwäche, wo man da das Bundesamt für Zivilluftfahrt kein Go hat willigen. Das ist eigentlich mein richtiger Traumberuf. Das war genau. Ja. Irgendwann habe ich gelesen, du würdest sogar alles aufgeben für den Pilotenski, also auch deine Musikkarriere. Du würdest alles aufgeben. Ja, würde ich wirklich anrühren. Wobei, berufstätig fliegst du ja auch. Einfach als Passagier. Also, das ist natürlich etwas anderes. Hinten drin hocken, als statt vorne drin hocken. Und das ist halt die zweite Leidenschaft. Neben den Autos fliegen. Ich wollte als Kleiner schon immer fliegen, immer wieder zum Feisten gumpen. Meine Mutter immer, mein Vater immer Angst gehabt. Genau, jetzt fliegst du hoch mit dem Erfolg, kann man sagen. Wer schaut, dass du vom Boden bleibst? Wer? Ja. Viele gute Freundin, Kollegen umkommen. Meine Freundin, Eltern. Vor allem meine Schwester, meine Eltern weniger. Auf die höre ich nicht mehr so viel. Aber auch gute Freunde um mich herum. Und ich glaube, ich habe privat einen total anderen Freundeskreis, anstatt ich bei mir der Musikbranche an. Also wenn ich unterwegs bin am Wochenende. Und dass die Welten, ich brauche das auch irgendwie durch. Und durch das komme ich ja immer wieder, oder es, wie soll ich sagen, es recovered mich eigentlich auch. Ich wohne auch auf dem Land, im Zürcher Wieland, weit weg von einer Stadt. Schön für mich allein, im Häuschen. Ich muss grün sehen, wenn ich die Fensterläden aufmache am Sonntag. Und das Zurückziehen, die total andere Welt auf dem Land, wo ich habe, mit dem Freundeskreis, holt mich eigentlich wie so bodenständig wieder oben ab. Dann bist du zwei Typen Menschen, kann man sagen. Grenzt schon fast an Schizophrenie. Ja, ein bisschen. Aber das macht die Mischung auch bei mir aus. Und unter anderem habe ich dann so auch die Motivation, die vielen Auftritte am Wochenende wirklich zu machen und zu gewährleisten auch und voll mit Power wieder reinzugehen und auch vor allem Spass daran zu haben. Mhm. Wenn ich jetzt, wie gesagt, nur das 24 Stunden lang das Ganze ausleben, dann würde man das irgendwie nach zwei, drei Wochen hätte ich das gesehen. Jetzt würde man es ja nie merken, du bist ja da wegen dem neuen Album von dir, Blue heißt, man sieht das wirklich nicht, überhaupt nicht. Blue ist deine Lieblingsfarbe, gell? Darum hast du es auch so getauft. Das ist so, ja. Es ist eine Trilogie, die da daherkommt. Also es folgen noch zwei weitere Alben, die nachher zu dem dazugehören. Das sind nachher drei Teile. Nachher gibt es Yellow, gell? So in dem also ich vor. Ein Farbkonzept. Ein Farbkonzept, genau. Und ich wollte mit meiner Lieblingsfarbe Blau starten, Blau wie der Himmel ist. Und ist eigentlich... Ich darf es so sagen, es ist eine Weltneuheit, die ich da in der Hand habe. Jetzt denken sich viele vielleicht, oh, was, Weltneuheit, es gibt so viel Dance-Music und Alben. Wie Sand am Meer, aber das stimmt nicht. Da drauf sind genau 10 geile Tracks für 10 Franken im Handel. Das hat es noch nie gegeben. Und das ist auch recht eine gewagte Sache von mir und von meiner Plattenfirma mit dem ganzen Team. Und ich habe durch das, oder wir haben durch das mal wieder einen Schritt vorwärts gehen, mal etwas wagen. Und auch, durch das mal einen Trend setzen. Man kann aber auch die einzelnen Songs auf iTunes oder in diesen digitalen Download-Shops posten. Wie es heutzutage möglich ist, genau. Oder 2.20 Franken mal 10, dann wären wir wieder bei 20 Franken. So kann man das Produkt auch nicht irgendwie kaufen CD und dann sind wir voll mit dabei. Genau. Jetzt machen wir doch erst gerade recht Werbung für dein Album. Du hast den Album-Trailer mitgebracht. Los ihn rasch rein.
come on, let's get dirty like freaks. I don't care what you heard about me. I'm VIP, you can see. Yes, you wanna be a freak like me. Gucci, Prada, whatever, I'm real. I'm still chill to kill Bill. Yes, sir, I'm doing my way. Get paid all day, whatever I say, I'm free. You wanna be a freak like me because I'm free. Las Vegas, yeah. So, jetzt haben wir eine ganze Palette von Mr. Danosis im neuen Album «Blut». Stadthalle Chur haben wir noch gesehen, ja, gell? Genau, da bin ich auch des Öfteren, da in der Region. Und es ist immer wieder schön, da in Chur zu wirklich. Sind super coole Leute. Wer ist crazier, das Chur-Publikum oder das in Zürich? Kannst du nicht vergleichen. Kannst du nicht vergleichen. In Zürich geht die Party erst viel später los. Ich sage es mal so. Also erst wie morgen um 1, 2 kommen die mal ein bisschen stimmig. Oder weil viele vorher noch irgendwie in der Bar sind oder viel später in den Ausgang kommen. Und da in Chur fängt es schon um 10 Uhr um 11 Uhr, rockt die Halle schon. Also die Gegensätze oder auch die Abwechslung, die macht es interessant am Schluss. Jetzt einen Song habe ich vermisst drauf und der ist «I like to mow it, mow it». Das war in den 90er Jahren ein Song von «Real to Real». Das ist, ein Mega-Hit war auch noch zu meiner Zeit, als ich noch Diskotheken besucht habe. Und bei Madagaskar natürlich auch ein riesen Hit. Und du hast gefunden, komm, den muss ich nochmal neu machen. Wir haben die Weltrechte bekommen von dem Welthit, ich sage es mal so, das war von 1993. Wo wir die bekommen haben, eigentlich durch einen Zufall, habe ich natürlich nicht lange gedacht, also nachgehört und gewusst, was ich zu machen habe oder was ich zu tun habe. Und habe natürlich gerade das versucht umzusetzen, weil auf die eine Art, ja, jeder kennt ihn eigentlich schon irgendwo durch. Ich sage es mal, ein bisschen ausgelutscht. Das ist oder auch ein Lieblingssong von dir, oder? Ja, also, ja. Und das ist natürlich genau das, was mich am meisten angetönt hat, den natürlich neu aufzunehmen. Also neu aufzunehmen. Wir haben uns müssen an die Richtlinie halten vom Originalverleger und wir haben das 1:1 müssen nachmachen. Also wir haben nicht gross etwas dürfen abändern. Darum haben wir auch die Originalstrophe müssen 1:1 nachrappen und auch nachsingen. Und auch die Hooks und alles und die Refrains natürlich. Fatman Scoop. Mit dabei, genau. Kenne ich schon seit 10 Jahre schon x Bühnen zusammen mit ihm gerockt. Entweder er war vor oder nach mir gewesen, oder ich vor ihm oder nach ihm. Und der Patrick Miller ist auch mit dabei, Schweizer Kenianer. Genau, ja. Er ist ein älterer Kollege schon von mir und wir kennen ihn schon lange. Und die Kombo zusammen ist nachher eigentlich perfekt gewesen. Und dann haben wir gesagt, los, lass uns Gas geben. Und wir haben es auch super gut können umsetzen. Genau, eben zum Nachlesen auf deinem neuen Album «Blue». Jetzt, mit dem David Guetta hast du ja auch schon mal zu tun gehabt, gell? Mit dem Daniel Mapuch, 2002 war das in Winterthur im Bolero. Für sage und schreibe, 2.500 Euro. Sind wir noch easy mit dem, geht's Nachtessen, noch im Hotel rumgehängt und so. Und wo ist er jetzt nach 10 Jahren? Wenn man so eine Karriere mitverfolgt, also ja, liebst du ein bisschen mit dem mit? Oder, Schweizer. Oder so? Und was viele nicht wissen, er ist ein Genfer. Er ist ein Schweizer, aber in Paris nachher aufgewachsen. Und er gibt sich auch als Franzose auf und so, aber viele wissen das gar nicht. Hey, ja. Jetzt Insider wissen von dir, das ist gut. Genau. Zum ersten Mal Platte aufgelegt, also Street Parade, so richtig. Da warst du 16, glaube ich. Vor einem großen Publikum, ja. Ja, ja. Und ich glaube, deine Hände haben zittert. Hast du nicht einmal den Plattenarm vom Plattenspieler so richtig auf Platte gebracht? Also, das ist ein Highlight für mich und die vielen Leute. Ich bin überhaupt nicht mit der Situation zurechtgekommen. Da Millionen Leute vor dir kommen und alle schauen dich an und bin überhaupt nicht rausgekommen. Weil ich halt davor noch immer kleine Partys und Events gespielt habe. Ich habe viel Hip-Hop mit R&B-Musik gestartet. Und dann habe ich mit House-Dance-Musik langsam angefangen. Und dann durch eine Anfrage über eine Bar in Winterthur hat dann einen riesen Stand, also eine Bühne gehabt an der Tree Parade. Und dann gesagt, ich komme mit, du als Winterthur-DJ. Da habe ich dort gespielt. Und das ist schon... Ja, mag ich mich heute noch gut daran erinnern. Und ich kann bis heute noch Herzklopfen, wenn ich am Samstag aufstehe, wenn es Tree Parade ist. Ja, seit 13 Jahren hast du das eigene Mobile sogar dort, gell? Also. Genau. Jedes Jahr. Das ist ein Muss-Event für mich. Also wie, vor jedem Auftritt Bum-Bum oder nur? Nein, also Street Parade. Speziell Street Parade. Das ist wirklich ein emotionales Event für mich. Die Atmosphäre auf dem Laufmobile mit dem grossen, breiten, verschieden bemusterten Publikum, sage ich mal so, triffst du sonst nirgendwo. Und dann eine Million Leute dazu und so ein friedliches Event, da musst du weit suchen, dass du so etwas findest.
Und die Atmosphäre kannst du eigentlich nicht vergleichen. Ich spiele an Open Airs, in kleinen Szenenclubs, quer durchs Band, das ganze Jahr durch. Aber so eine Atmosphäre, wie du das Street Parade hast, habe ich nach meinem Finden eigentlich nirgends. Und das Fashion ist Week New York, dort hast du auch einen Auftritt gehabt. Wie war es dort? Eher so reserviert, oder? Sehr reserviert, sehr reserviert. Es ist eine ganz spezielle Zielgruppe natürlich, als Fashion interessierte Leute dort. Ist auch recht speziell gewesen. Haben dort ein bisschen rumgescratcht, zu Hause Musik, oder? Das haben sie auch noch nie gesehen. Haben durch das neue Connections können machen, neue Beziehungen aufbauen. Aber die Abwechslung von diesen vielen Events. Und ich mache das auch mit Absicht. Ich suche mir Events aus, wo mich immer wieder neu herausfordern. Also ich gehe nicht gerne immer wieder an die gleichen, die ich irgendwie vor x Jahren gespielt habe. Ich muss immer wieder neue Herausforderungen haben. Das macht es noch. Das gibt dir den Kick, genau. Wenn es schon so streng ist. Jetzt, wieso sind die Schweizer DJs so erfolgreich unterwegs? DJ Anton, Mike Candice, du, wieso? Sir Colin ist ja auch noch einer. Ja. Wieso können das die Schweizer so gut? Weiss ich weiß ja nicht, wieso ist unsere Schoki so bekannt? Es ist aber endlich mal Zeit geworden, dass wir zu so einem erfolgreichen, starken Dance-Export geworden sind. Und das finde ich echt cool. Ich hoffe, das hält noch lange an. Was ich auch noch dazu muss sagen, ich finde es gut, dass sich endlich die ganze Dance-Music endlich auch in den Single-Charts, in unseren Hitparaden, auch weltweit widerspiegelt. Das hat es früher noch gar nicht gegeben. Obwohl der grösste Teil von allen Leuten, die in den Ausgang gehen, eigentlich Dance-Music hören am Wochenende. Und es gibt ja mehr Diskotheken, wo Dance spielt, als wo Rock läuft und so weiter, was eigentlich oder Pop läuft, wo eigentlich in der Single-Hit-Parade anders Gags ist früher. Jetzt ist ja recht Dance-lastig, so wie sich es auch wieder spiegelt am Wochenende, wenn die Leute weggehen. Die Schweiz, unsere Musik ist halt, wir schlafen nicht. Wir Schweizer krampfen viel und ich glaube, das ist jetzt braucht man Musik, die uns wach behalten. Ich weiß es auch nicht genau. Wir haben halt recht Gas gegeben, wir haben gute Produzenten. Das haben wir schon immer gehabt. Wir sind einfach nie richtig ernst genommen worden mit unserer Musik. Und die Schweiz allein hat auch schon immer eine gute Szene gehabt. Das sieht man auch an der Street Parade. Es ist ein weltgrosses Event geworden. Fast jeder kennt es auf der ganzen Welt. Genau, in dieser Sparte sind wir top. Genau, und jetzt auch endlich mit der Musik sind wir auch schon immer top gewesen. Nur wir haben meistens mehr vom Ausland konsumiert. Und jetzt konsumiert endlich mal das Ausland von uns. Wobei, du bezeichnest ja den Stil auch als Fast-Food-Music. Es wird konsumiert und dann hat man es konsumiert. Passt aber nicht so zur Schweiz. Ich kann jetzt nicht so sagen. Es ist einfach, ich glaube, das Zeitalter Internet. Allgemein mit dem ganzen Internet ist die Wertschätzung zum physischen Tonträger verloren gegangen. Bei unserer Jugend, die daherkommt, können sie aber nicht dafür. Das ist der Nerv der Zeit. Ja, es ist halt total zusammengefallen, die ganze Wertschätzung dazu. Und es wird auch immer alles viel schneller konsumiert. Aber ich sehe das auch in ganz anderen Verhältnissen. Nur schon, wir alle Menschen greifen zu etwas Schnellerem. Alles, was wir heute machen, ist morgen schon wieder out. Ich will noch weiter weg, ich will noch weiter ins Ausland. Ich habe das schon gesehen, ich will dort noch hin. Und das merke ich auch bei meinen Kollegen. Und das ist zum Beispiel auch noch eine Schattenseite in meinem Business. Ich konnte nie gross ins Ausland, nie gross Ferien machen, weil ich halt immer da am Drücken war. Und alle anderen machen Auslandsaufenthalt dort, da bin ich gewesen, da, das habe ich gesehen, ich muss noch weiter weg. Von Profswege geht's, gell? Ja, und wieso man eigentlich noch nicht auf den Mond kann fliegen kann, ist eigentlich ein Wunder. Auch das wird es mal noch geben. Ja. Wie geht es jetzt weiter mit deinen Projekten? Also, du hast gesagt, nach Blue und Yellow. Hast du das Konzept jetzt schon ausgearbeitet oder machst du ein Album nach dem anderen jetzt? Auf das Album habe ich eineinhalb Jahre lang darauf hingeschafft. Und ich muss es also so sagen, die anderen zwei Alben, die sind jetzt natürlich in der Pipeline. Auf dem zweiten arbeite ich schon mit Vollgastrophie im Studio, bin da schon recht weit. Das dritte folgt dann danach. In welcher Zeitspanne kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Fakt ist einfach, dass es nachher drei Teile sind, die da dazugehören. Was nach diesen drei Teilen kommt, muss ich wieder neue finden. Jetzt hast du vorhin noch den Nerv der Zeit angesprochen. Ist bei dir eben auch ein bisschen Angst, an den Wochenende, eben gerade bei den Party People, zum Wissen, hey, das ist genau der Geschmack, gell? Das ist ja genau eigentlich mein Job. Ich habe, verglichen jetzt mit dem Album, habe ich nur 10 Tracks drauf und ich habe vorher in den letzten eineinhalb Jahren 30 bis 40 Demos produziert und habe die 30, 40 Demosongs immer live ausprobiert. Vor den Leuten und auch Publikum, Resonanz, Publikum, die Antwort und wie sie darauf reagieren, immer beobachtet. Und auch den Sound gelassen, den ich produziert habe, bin dann am Montag drauf wieder ins Studio, gehe umschrauben am Synthi, an den Melodien, an den Vocals, an den Aufnahmen. Und durch das kannst du natürlich auch das Publikum leicht auch erziehen zu etwas Neuem. Und das habe ich auch probiert auf dem Album zu machen. Ich habe neue Beats, neue Sounds drauf. Ist auch wieder gewagt, was man noch gar nicht gehört hat. Um auch versuchen, wieder einen Trend zu schaffen. Also, du bist eigentlich auch ein Drücker dort, um auch ein bisschen die Leute auf einen neuen Weg
können. Und es erzeugt auch Druck. Also eben kommt das bei den Leuten an. Irgendwo habe ich noch gelesen, so eine kleine Angst von dir ist, dass du mal mit Tomaten beschmissen wirst. Ja, das hat etwas. Ja. Das hat, ich glaube, dann höre ich auf. dann weiss ich, ich bin immer angesagt. Und, ja, das ist auch eine Frage, wie lange ich das mache. Ich werde immer wieder gefragt, wie lange machst du das, wie lange willst du das noch machen und so. Und solange es mir Spass macht und ich werde nicht beworfen mit Tomaten. Und solange die Nachfrage nach meiner Musik da ist, weiss ich, okay. Ist okay. Und die Frage ist sicher auch, wie wird man überhaupt DJ? Das werden sicher viele junge Menschen wissen. Ja, man darf es nicht so vergleichen wie die typischen Resident-DJs von Discos oder von Clubs, die am ganzen Abend 5-6 Stunden lang am Stück ein ganzes Musikprogramm aufbauen für das Publikum, also für das Unterhaltungspublikum. Ich verkaufe mich da ganz klar über meine eigene Musik. Das ist ganz, ganz wichtig. Und schlussendlich, ich habe zum Beispiel auch Fans, die sich meinen Namen tätowiert haben. Da sieht man mal die krasse Identifikation mit Was mir selber. Was sagt die Freundin? Die findet das toll. Okay. Die findet das toll. Eben, die Identifikation mit deiner Musik, genau. Eben, prinzipiell sagst du, jeder muss seinen Style finden. Und dann genau, du musst dich distanzieren und du musst eigentlich eine eigene Marke kreieren und auch leben, sodass die Leute sagen, ah, das ist doch der, wo. Und das ist doch genau dem seine Musik. Und auch ein eigener Style, eine eigene Welt, einen eigenen Charakter sein. Sonst funktioniert das nicht. Mhm. Und meine Shows gehen zum Beispiel nur 60 bis 90 Minuten. Hat immer ein, zwei Sänger dabei, auch vom Studio. Oder ein MC und so weiter und so fort. Und das distanziert es dann schon immer gegen etwas anderem oder gegen andere Unterhaltung. Und du musst natürlich schauen, dass die Nachhaltigkeit gross bleibt, damit ich auch ausgebucht bin. Sonst funktioniert meine ganze Maschinerie nicht. Die kostet viel, viel, viel Geld, ja, damit ich überhaupt kann da hocken, damit ich überhaupt so ein Produkt kann machen kann. Ja, schon ein Druck eigentlich, der da im Nacken steckt. Wohin wird sich die Elektromusik entwickeln? Wie wird sie in etwa 2 Jahren tönen? Welcher Trend ist jetzt etwa Gute Frage. Gekommen? Wenn ich das wüsste, dann hätte ich einen 6er im Lotto. Das kannst du so direkt nicht sagen. Was ich aber weiss, ist, dass so ziemlich alle 10, 20 Jahre sich alles wiederholt. Ein bisschen anders verpackt. Genau. Aber es tönt irgendwie immer wieder ein bisschen anders. Und was ein ganz interessantes Phänomen ist bei den Leuten, dass du eigentlich das Rad nicht neu erfinden musst. Sondern dass eigentlich, schau mal die Hitparade an, das, was meistens auf Platz 1, 2, 3 ist oder 4, ist ganz einfaches Zeug. Wirklich ganz, ganz, ganz simples, einfaches Zeug, das du noch irgendwo musst bedienen musst. Und ja klar, es hat nachher noch eine Style-Frage, passt das denn noch zu dir? Kannst du dich damit identifizieren? Aber die Musik selber, wo sie sich hier wieder hinbewegen, ich glaube, sie wird sich nur anders ein bisschen zusammensetzen, aber sonst gleich bleiben. Wird es für dich auch mal ein Pop-Rock-Album geben? Ja, ich habe letztes Jahr eine ganze Ballade gemacht auf mit Deutsch. Dem, also ja, Xavier Naidoo. Mit dem Songwriter von ihm, ja. Der hat da mitgemacht. Und ich bin früher noch mit Freakout, mit der indischen Funkband auf Tour gewesen sogar. DJ und Band auf Tour. Und ich will sicher wieder mal irgendwas Neues machen. Weil ich auch als Drama mal in einer Schulband, also in einer Band gespielt habe, macht mich eigentlich alles an, was Musik macht. Musik ist für mich Medizin. Brauche ich zum Leben. Und wie meine Musik sich wieder anhören, wer weiß. Aber leider kann ich nicht singen, sonst wäre ich nicht singen. Ja, genau, um Gottes Willen. Vorläufig bleibt deine Musik Blaublut, dein neues Album Mr. Nose. Herzlichen Dank, bist du da gewesen. Weiterhin viel Erfolg, eben, dass du weiter auf der Erfolgswelle weiterschweben kannst. Merci. Ihnen auch vielen Dank fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Wir würden mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.